Ich bin jetzt hier bei Bosch zusammen mit dem Jörg. Hi. Und er wird uns jetzt erklären, was es alles Neues gibt bei Bosch, was es für Neuerungen gibt. Ich habe gehört, es gibt ein E-Shift-System, quasi automatisch wird geschalten. Dann wurde die Flow-App komplett aktualisiert, beziehungsweise gibt es eine interessante Neuerung. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich switche jetzt hinter die Kamera und Jörg wird uns jetzt einfach mal drauf los erzählen, was es alles Spannendes gibt. Also, als erstes wollte ich euch hier mal Range Control zeigen. Range Control gibt mir die Möglichkeit als Nutzer, dass ich in einem bestimmten Rahmen bestimmen kann, mit wie viel Batterie ich ankommen möchte. Warum ist das sinnvoll? Es ist ja durchaus so, dass es ja eine Reichweitenangst gibt, so dass irgendwie meine Batterie nicht ausreicht. Ich kann also ungefähr festlegen, in einer bestimmten Range, wie viel Batterie ich noch überhaben möchte, weil ich nach meiner Navigation ein anderes Ziel ansteuern möchte. Oder weil ich einfach sicher sein möchte, dass ich ein bestimmtes Battery-Level noch habe, weil ich morgen noch etwas vorhabe und zwischendurch nicht laden kann zum Beispiel. Wir schauen uns das jetzt mal an. Zunächst einmal würde ich ganz normal einen Navigationspunkt setzen und starten damit quasi eine fiktive Navigation an dieser Stelle. Und mit dem gegebenen Battery-Level würden wir jetzt, wenn wir ankommen, noch eine Restkapazität von 57% haben. Das allein ist ja schon mal eine gute Information, dass ich ungefähr weiß, okay, wie komme ich da eigentlich an, so was kann ich erwarten. Das hier bezieht sich jetzt im Übrigen auf diesen Turbo. Wenn ich den jetzt umstelle, also wenn ich jetzt hier auf Echo zum Beispiel gehe, dann sehe ich, dass sich mein Arrival Charge verändert. Das ist natürlich auch gewollt, weil es kommt ja immer auf die Intensität des Riding Modes an, auf die Unterstützung, ja, wie viel ich eigentlich dann noch erwarten kann. So viel, so einfach. Das kann ich aber tatsächlich auch noch anpassen. Ich kann sagen, okay, 63% brauche ich gar nicht. Ich kann eigentlich das reduzieren, aber mit 42% möchte ich auf jeden Fall ankommen. Dann kann ich das hier abspeichern. Jetzt werden die Modi im Hintergrund angepasst. Dann sieht man tatsächlich, wie diese Prozentzahl normalerweise runtergehen würde. Und ich dann mit einer Restreichweite bzw. mit 40% oder wie viel ich dann auch immer haben möchte, mir das absichern kann. Wir können es noch nicht machen, dass du quasi über mehrere Tage und mehrere Akkuladungen hinaus planen kannst. Du kannst quasi nur sagen, wo du an dem heutigen Tag ankommst, wie viel Prozent du dann noch haben wirst und dann entsprechend nachladen, weil du die nächste Tour planst und dann auch sehen wirst, wie viel du eigentlich benötigst in dem jeweiligen Unterstützungsmodus, ja. Zum Beispiel eine Steigung wird das natürlich verändern. Oder wenn ich eine Detour nehme, also einen Umweg fahre und relevant viel mehr Kilometer fahre, wird es das natürlich auch verändern. Auch wenn ich sage, wenn ich hier mit Echo Plus rechne, aber später nur noch in Turbo fahre, der natürlich mehr Energie verbraucht, dann wird sich auch das verändern. Wir können das ja gleich mal hier uns anschauen, wenn wir hier auf Turbo gehen, dann sehen wir hier schon eine Veränderung von 6% waren es jetzt, glaube ich. Und das würde natürlich alles, was den Akku an der Stelle mehr nutzt, wie eine Steigung, wie mehr Gewicht, zum Beispiel auch ein Hänger, das würde das natürlich ungenauer machen. Aber ansonsten versuchen wir, das sehr genau zu treffen. Ja. Du hast nachher einen angepassten Navigationsscreen auf dem Fahrrad selbst. Dort siehst du das, was du normalerweise auch sehen würdest. Die Information, wie viel Arrival Charge du hast, hast du dann hier in der App. Also eine der größeren Neuerungen ist sicherlich das E-Shift-System, was ich dir jetzt vorstellen würde. Und zwar zeige ich dir, wie man am Display direkt zum Beispiel die Kadenz einstellen kann. Ganz kurz zur Erklärung, Kadenz heißt quasi Trittfrequenz. Die Anpassung, dass diese Trittfrequenz einigermaßen gleich bleibt oder dass ich im gleichen Korridor bleibe, das regle ich über die Schaltung. Das kann das System eben automatisch. Das heißt, es misst also, wie viel ich trete und schaltet darauf hin, dass ich immer in demselben Rhythmus bleibe. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Haben wir hier das E-Shift-System von THP. Angeschlossen an unser Bosch-System. Also wir sehen hier einmal den normalen Kiosk, so wie wir ihn kennen, mit einer Zusatzinformation. Hier steht 8 von 12 und M. 8 ist der Gang, in dem wir uns jetzt gerade befinden, von 12 Gängen. Das Ganze ist jetzt gerade im manuellen Modus. Wir schalten an dieser Stelle jetzt mal um auf den Automatikmodus. Also hier über den Long Press kommen wir in die Kadenzeinstellung. Und wir sehen hier schon, wir haben hier eine Trittfrequenz von 70 eingestellt und die können wir in 5er Schritten anpassen. Und wenn ich dann hier bestätige einfach,
wieder mit Long Press rausgehe, dann sehe ich hier, dass ich im Automatikmodus bin, jetzt im achten Gang und habe im Hintergrund die Kadenz eingestellt. Und wenn ich jetzt, wird das System versuchen, immer eine Trittfrequenz von, ich glaube, wir haben gerade 55 eingestellt, das heißt, ich werde 55 Mal treten in einer Minute, genau. Es ist ein sehr natürliches, angenehmes Fahren, weil ich meine Komfort-Trittfrequenz gar nicht verlassen muss. Das Bike stellt sich auf mich als Fahrer ein. Ich brauche mich nicht mehr aufs Bike einzustellen oder das Bike irgendwie umzustellen. Also ABS, funktionsweise, ist eigentlich sehr, sehr einfach, so wie man es klassisch kennt, das Anti-Blockiersystem. Man möchte vermeiden, dass das Vorderrad wegrutscht und dass man so viel wie möglich Bremsenergie auf die Straße bringt und nutzt. Wir messen, ob sich das Rad gerade in Bewegung befindet oder in einer Blockade befindet mit diesem Ring hier. Das wird im ABS-System gemessen und verarbeitet. Und wenn es eine Blockade gibt, dann wird die Bremse geöffnet. Und das eben in Millisekunden, in Realtime, so dass der Fahrer immer in der Lage ist, die volle Bremskraft zu nutzen, egal ob wir uns auf einer nassen Fahrbahn, auf Schotter oder auf einer asphaltierten Straße befinden. Wenn wir im Mountainbike-Bereich unterwegs sind, dann möchten Fahrer ihren eigenen Screen customizen, sagen wir. Also sie möchten sich ihren Screen zusammenstellen auf ihre Bedürfnisse. Und auch das adressieren wir mittlerweile. Das heißt also, jeder Fahrer kann sich die Werte, die er gerne auf seinem Screen während der Fahrt sehen möchte, zusammenstellen. Komm rüber, ich zeig's dir kurz. Wir sind jetzt hier mit dem Fahrrad verbunden. Wir gehen hier in die Settings und loggen uns auf das Bike ein. Ich gehe hier innerhalb der Settings auf die Display-Konfiguration. Und hier sehe ich schon ein Abbild des Devices, was ich dort auf dem Bike habe. In diesem Fall handelt es sich um einen Kiox. Und ich kann hier einmal durchklicken durch die Screens und sehe den Ist-Zustand. Also wenn ich jetzt auf dem Screen hier durchklicke, dann finde ich dieselben Screens wie hier. Und diese kann ich jetzt verändern. Das heißt, ich kann also sagen, ja gut, da oben ist zum Beispiel die Range angegeben auf dem zweiten Screen. Hier möchte ich aber den etwas anderes sehen. Und zwar sagen wir mal, ich möchte die E-Bike-Batterie hier sehen an erster Stelle. Und an zweiter Stelle möchte ich meine Kadenz wissen, und zwar die durchschnittliche Kadenz. Und hier sehen wir schon, ich habe also mir einen Screen zusammengestellt, in dem ich meine ganz persönliche Übersicht habe. Ich habe einmal die E-Bike-Batterie, die Smartphone-Batterie und in der Mitte meine Kadenz. Und ich kann auch sagen, ich möchte die Screens umordnen, umsortieren. Jetzt habe ich die Reihenfolge der Screens quasi verändert, damit ich immer sage, okay, ich möchte schnell auf den Screen schalten, den ich gerade benötige. Und das ist Display-Konfiguration. Wenn das Rad mit einem BCM ausgestattet ist, einem Bosch Connect Module, kann ich sehen, ob das Bike gerade lädt und wie voll der Akku ist. Und das ist natürlich ganz schön, wenn ich auf dem Sofa zu Hause sitze und die Route für morgen plane, möchte ich wissen, ob ich eigentlich meinen Akku noch laden muss oder ob der gerade vielleicht lädt oder ob ich es vergessen habe. Und genau das kann ich eben dann über das BCM-Modul, was verbaut ist im Bike, seine SIM-Karte verbaut, die es mir ermöglicht, Kontakt oder mich mit meinem Fahrrad zu verbinden, obwohl ich nicht in Bluetooth-Reichweite bin, so wie man es auch von modernen Trackern zum Beispiel her kennt. Ich kann auch Lock and Alarm aktivieren. Das heißt, ich habe quasi die Informationen darüber, wo sich das Bike befindet, ob es gerade in einem sogenannten Protected-Status ist. Und sobald in einem Diebstahlfall das Fahrrad dann entfernt wird, ist es nicht möglich, den Motor zu aktivieren mit einem anderen Display zum Beispiel. Das geht alles nicht. Ich werde auch als Kunde darüber benachrichtigt, dass mein Fahrrad gerade geklaut wird. Also ich bekomme eine Information in die Flow-Up hinein, die mir sagt, okay, Fahrrad bewegt sich, GPS-Position ist so und so,
obwohl es abgeschlossen ist, es sollte sich nicht bewegen. Darüber hinaus macht das Bike auch Geräusche, also es macht einen Alarmsound. Das soll eben halt so Diebe, die kurz entschlossen sind, sage ich mal, davon abhalten und abschrecken, dieses Bike weiter mit sich zu führen. Wir haben tatsächlich von Kunden Berichte erhalten, die genau das sagen, dass das Fahrrad 150 Meter weiter gefunden worden ist. Und wir vermuten zumindest, dass es daran liegt, dass das so laut war, wenn das dann abends oder nachts geklaut wird, dass das eigentlich kein Dieb mit sich führen möchte. Und das ist so die erste Hürde, die wir da eingebaut haben. Aber nichtsdestotrotz, wir übersenden auch die GPS-Position. Ja. Okay, ich würde sagen, dann haben wir es, oder?